Juhu, ein neues Video von mir ist draußen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir natürlich auch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Aus dem Leben heraus. Ein Obstsalat mit Obst. Und dazu Brot mit Avocado und Zwiebeln und anderen Sachen. Mit einem Ausblick nach Andorra. So, kann man das jetzt noch machen, dass wir draußen so? Willst du winken, Papa? Du bist gerade voll am Zubeißen. Wo sieht das aus? Kaputten Wanderschuhen? Ja, ich weiß, ich bräuchte mal neue. Aber es sieht aus, als ob wir eine kleine Wandertour machen. In die Richtung geht's gleich. Juhu! Also dann mal rein in die Schuhe. Guck mal, geil, oder? Es ist schon Schnürsenkel gerissen. Egal. Ihren Zweck tun sie ja noch erfüllen. Denn man möchte ja auch mal in Andorra wandern gehen. Hehe. Hehe. So. Das Noch zu Fenster ist schnell. zu. Fenster ist zu, ja. Ich muss mal. So, während mein alter Herr sich noch die Schuhe anzieht, wollen wir doch einmal schon mal schauen, wo wir hier sind und wo wir hin müssen. Na gut, seien wir ehrlich, ich habe es natürlich vorhin schon mal ausgeschaut, welche Route man machen kann. Und was habe ich denn hier? Der Autoschlüssel. Der Autoschlüssel drückt da in meinen Rücken. Und wird ein cooler Wandertrip. Und hier ist die Karte. Kann man das sehen? Ja, wir sind gerade hier. Oh, muss man mal näher rankommen, oder? Kommt mal näher ran hier. Also, wir sind gerade hier, sind den Berg schon hochgefahren. Das ist die Hauptstadt übrigens von Andorra, Andorra la Vella. Und am sinnvollsten ist es hier so lang zu laufen. Die ganze untere Route wollen wir nicht. Wir wollen hier oben vielleicht entweder hier und wieder zurück. Alternativ wäre natürlich auch cool hier hoch und hier hinten zurück, aber das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Deswegen einfach mal ein paar Aussichtspunkte und dann wahrscheinlich wieder zurück von dieser wunderschönen Bergwelt hier. Da stehen auch noch ein paar. Mirador del Bosque Negro ist wahrscheinlich unser erster Stopp in 26 Minuten angeblich. Juhu! Und da ganz hinten oben liegt Schnee. Und da ganz hinten oben liegt übrigens auch Schnee. Und ich kann euch was prophezeien. Ich denke mal, mein Papa kann nicht ohne mich. Der wird gleich rufen: Tina, wo ist der Schlüssel? Dann werde ich sagen: Hier natürlich. Und dann gehen wir einfach mal zurück. Ich glaube, der ist langsam fertig. Und dann schließen wir ab und laufen los. So schön schaut es hier aus. Mit einer süßen kleinen Gasse, kleinen Häuschen. Juhu. Wahrscheinlich auch ein super Ort für Skifahrer, wenn dann hier ordentlich Schnee liegt. Nehme euch nicht die ganze Zeit mit, aber den Anfang machen wir zusammen im Schnelldurchlauf. Aber dort ist gelb und rot. Das heißt, unser Weg geht dort entlang. Richtig cooler Weg ist, oder? Also ich finde das schon ziemlich nice. Mit Ausblick, okay. Wird bestimmt noch besser. Aber schon ziemlich cool. Hallo Papa, mach mal winke, winke. Winke, winke. Jo. Mal gucken, wie weit es noch weiter geht. Einmal nochmal durch die Blümchen. Juhu. Und dann einfach den Weg weiter. Und hier ist die Hauptstadt. Wow. Andorra de la Vella. Hallo Andorra. Ungefähr 1000 Meter hoch. Wow. Hallo Papa. Wir sind
sind heute im Partnerlook unterwegs. Ist für euch vielleicht schon aufgefallen. Wow. Hallo, cooler Steinboden. Schuh. Und jetzt geht's jetzt erstmal hier eine Weile weiter. Und Andorra ist tatsächlich ein sehr, sehr gebirgiges Land. Also habe ich ja schon mal erzählt, Andorra ist ein Zwergstaat und zwar der sechstgrößte und hat tatsächlich eine relativ große Fläche für so einen kleinen Zwergstaat. Und 65 Berggipfel sind allein über 2000 Meter hoch. Ins Zentrum nach Andorra. Und hier geht es weiter unseren Weg entlang. Das heißt, wir gehen da hoch. Easy. Weiter geht's. Juhu. Ich drehe euch wieder um. Umgedreht geht's weiter. Prat primär. Und der andere ist unsere gelbe Route. Ja. Machen wir einen Abstecher nach Prat primär oder folgen wir unserer Route? Ach, Prat primär ist, glaube ich, das ganz oben, das Weiße. Dann ist das hier unser Weg. Und es geht weiter hoch. Nein, wir wollten diesmal nicht über 2000 Meter hoch, sonst hätten wir links laufen können, sondern wollten eigentlich eine ganz entspannte Wanderung machen. Aber wie man hier sieht, wir kraxeln eigentlich auch stetig bergan. Und ich hoffe einfach, oder ich habe so sehr gehofft, dass relativ schnell mal ein toller Ausblick kommt. Hat sich ein bisschen gezogen, aber ihr dürft einfach ein bisschen diese Bergwelt genießen. Ich habe ja schon gesagt, über 65 Berggipfel, die sind über 2000 Meter. Und der höchste Punkt in Andorra, das ist die Compadosa oder Comapedrosa. Man weiß ja nie genau, wie man es ausspricht. Ist auf jeden Fall ein Berg, der 2900, entweder 42 oder 44 Meter hoch ist. Jetzt möchte ich aber auch nicht hier stehen. Wir kämpfen uns fleißig weiter den Berg nach oben. Und hier an diesem Geröllfeld haben wir einmal kurz Stopp gemacht. So krass war der Ausblick nicht, deswegen kurze Pause. Zweig. Gelb und Rot steht auf der Seite mit einem Häuschen, wo man aus... harren kann wahrscheinlich. Ja, das ist ja. Und auf der anderen Seite sind auch noch ganz viele andere gelbe Punkte. 1,55, sind wir schon gleich da. Geht das schnell. Ja. Und in 4 Minuten ein kleiner Zwischenstopp. Wupp, wupp. Und das ist der letzte kleine Stopp. Und dann sind da hinten Pferdchen, man sieht sie noch nicht. Pferdchen! Eine sieht man gerade nicht. Vielleicht von der anderen Seite des Hauses, dass man es noch mal besser sehen kann. Aber der Ausblick hier ist auf jeden Fall auch Hammer. Natürlich, es gibt bessere, aber ich fand ihn schon ziemlich cool. Die Pferdchen. Ein kleines. Am Anfang haben wir uns gewundert, wo diese Glockengeräusche noch herkamen, weil wir dachten, das wären noch irgendwo Kühe. Hallo. Aber die Pferde haben Glocken umgehabt. Hört ihr die? Zeigen uns nur die Rückseite. Da hinten sind auf jeden Fall noch mehr auch. Im Schatten. Und ein Stückchen weiter geht's noch. In den Schattenplatz. Ein paar Pferde. Mit Glocke. Schreibt man ja eigentlich eher Kühen zu, wie Glocken. Aber hier in dem Fall haben es die Pferde auch. Und ein Schwenk rüber. Richtung Bergwelt. Da vorne kommt mein Papa um die Ecke gekraxelt. Jo. Erster kleiner Stopp. Und so sieht's hier aus. Hört ihr die Pferde? Die machen ordentlich Alarm. Denn da vorne sind überall Pferde in den Wäldern. Und da sind auch welche. Kann man am besten sehen. Da laufen sie oder sie versuchen zu laufen.
Und ich würde sagen, wir laufen auch ein Stückchen weiter. Oh, das ist so tapsig. Das kann auch gar nicht richtig rund laufen. Aber wir laufen auch mal weiter. Mal gucken, wo der Daddy-Du ist. Daddy-Du! Daddy-Du, Daddy-Du! Ich glaube, da oben steht er im Schatten. Und jetzt geht es weiter nach oben. Wir kämpfen uns den Weg ran, haben die erste Wasserstelle gefunden, oder besser gesagt einen kleinen Metaflink. Und flink ist er davon geflattert. Später zeige ich euch nochmal einen richtig, richtig tollen Metaflink. Aber jetzt erstmal das Rauschen des Wassers genießen. Und hier sind wir jetzt nun bei unserem schönen Schmetterling. Er gilt tatsächlich als schönster europäischer Tagfalter. Könnt ihr ihn erkennen? Und was ist das für eine Sorte? Kannst du dich einmal bitte rumdrehen, damit man dich gut sehen kann? Genau, es ist ein Schwalbenschwanz und ich finde ein richtig schönes Exemplar da noch dazu. Die können eine Flügelspannweite von 6,5 bis 8,6 cm haben und richtig schön finde ich sie. Wir überqueren erneut den Fluss mit wagesmutigen Schritten, der aber unter nur ein kleines Bächlein ist, und kommen an einer wunderschönen kleinen süßen Quelle aus. Agua non tracada. Das ist natürlich doof. Hört euch das Wasser an. Ja, ich habe immer noch Spaß mit meiner Kamera rumzuspielen. Das kann man jetzt auch gleich nochmal sehen. Und eine kleine Kamerafahrt direkt an diesem Mini-Flusslauf entlang. Einfach so schöne Wassergeräusche. Ich mag da gar nicht weiter rein erzählen. Da spiegelt sich die Sonne auch noch so schön. Hier sind nochmal ein paar wunderschöne Pusteblumenbilder. Und ich von hinten. Aber ich wollte euch tatsächlich noch etwas erzählen über den Schwalbenschwanz. Wisst ihr eigentlich, wie alt so ein Schwalbenschwanz sein kann? Wie alt er wird. Ich habe das nämlich mal rausgeguckt und ich war echt erstaunt. Also als Raupe leben die ungefähr 6 Wochen und dann als Schmetterling nur noch 3 bis 4 Wochen. Also die leben insgesamt nur 2,5 Monate. Finde ich echt enorm. Also verrückt. Aber dafür sehr, sehr schön. So, nochmal Ausblick genießen und Wasser. Einfach, weil es so schön ist, hier zu wandern und immer ab und zu am Wasser lang zu kommen. Die Spiegelungen und Geräusche. Sag mal, Freunde, habe ich das heute Morgen irgendwie prophezeit, als ich gesagt habe, ich bräuchte mal neue Schuhe? Weil mein Schuh fängt langsam an, mit mir zu reden. Hallo, ich bin Ginas Schuh. Ich habe keinen Bock mehr. Manno, ich will ausgetauscht werden. Tja, schreit wohl wirklich nach neuen Schuhen. Was da stehen? Ich glaube, ich sehe da Hottehüs. Was macht denn denn die Hottehüs hier? Machen die Hottehüs? Die futtern. So, was immer gut ist bei einer Wanderung, kann ich immer empfehlen, aus Kindheitstagen, ist ein bisschen Brause. Diese Brause auch noch mit Vitaminen, Folsäure und ein bisschen Traubenzucker und Eisen. Und das bieten wir jetzt einfach mal diesen Leuten an, die hier Pause machen. Hallo, Sie Pausenmensch. Wollen Sie ein bisschen Brause haben? Ah, oh, Brause. Ich bin extra auf den Berg gelaufen, Brause zu kriegen. Also, Brause, Brause, Brause. Damit startet denn auch die Sause mit der Brause. So, ja, nämlich. Ich esse jetzt auch mal Brause. Und dann sause ich den Berg hinunter. Ich nehme euch mit durch diese Bergwelt.
und jetzt auch gleich durch die Pferdchenwelt. Hinter mir kann man schon die ein oder anderen Pferdchen erahnen. Und hier sind noch mehr. Und da gehen wir einfach mal hin und sagen Hallo. Ich gehe jetzt extra nicht komplett nah dran, weil ich meine, die wollen auch irgendwie ihre Ruhe haben. Aber ich dachte mal, so ein bisschen Hallo sagen schadet ja nicht. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie interessiert zu mir kommen. Aber das war dann leider nicht so. War zu warm. Die hatten andere Pläne. Von daher dachte ich mir, okay, genießt es lieber, was ihr da habt. Euer Nicht-Schattenplatz mit Fliegen. Aber ich finde es erstaunlich. Guckt euch mal die Schweife an. Und die Mähne ist es sehr, sehr kurz geschnitten. Und ich denke mal, das ist dafür da, damit die nicht irgendwie im Gestrüpp hängen bleiben und sich dadurch verletzen oder selber aufhängen oder andere Sachen. Schon fies, wenn überall diese Fliegen sind, sich damit nicht, ja, klatschen zu können, weil es einfach ein kurzer Schweif ist. Ist fies, aber wahrscheinlich Rettung. Und jetzt gehen wir noch langsam wieder weiter und den Berg auch wieder runter. Wisst ihr schon, wie tief der tiefste Punkt von Andorra ist? 840 Meter. Und zwar an der spanischen Grenze. Da laufen wir jetzt aber nicht hin, sondern nur wieder zurück zum Parkplatz. Und die 500 Höhenmeter haben wir jetzt gemacht. Ganz entspannt. Wir sind ganz anders ausgekommen, als wir wollten. Aber dafür habe ich ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Als Abzweig von, acht. Ein vierblättriges Kleeblatt. Und nicht geschummelt oder so, das ist wirklich so. Kann ich pressen und dann als Andenken irgendwo hinpacken. Zwischen ganz vielen normalen. Direkt hier eine Karte. Camper steht aber da oben. Und alle Karten haben einen anderen Übersichtsplan mit einer anderen Legende und anderen Farben. Praktisch, nicht? Wow, wir sind schon wieder am Ende eines wundervollen Videos. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. So genau wie dieser Abspann hier. Juhu, Handstand! Ich habe, wie gesagt, links und rechts noch ein paar andere Videos, die du dir gerne anschauen kannst, gerne auch gut bewerten kannst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Liebe Grüße, deine Gina.